Was geht ab, was geht down, Leute? Herzlich willkommen. Neues Eternal Evolution Video und große Neuigkeiten gibt es. Morgen ist ja wieder Patch Day und wie ich persönlich finde, ein absolut geiler Patch. Ja, das hat auf jeden Fall zwei Gründe. Da will ich direkt mal auch mit als erstes drauf eingehen. Und zwar hier. Morgen kommt Giant Tower wieder und im Giant Tower ist Leo. Das ist krass, Leute. Leo ist absolut insane. Also, Leute, wenn ihr Limited Tickets habt, macht die morgen auf für zusätzliche Leo-Tickets. Also zusätzliche Giant Tower Tickets, die ihr dann in Leo reinpacken könnt. Sau, sau geil. Dann kommt Quantum Mimic Machine auch mit Leo. Und hier, was ich richtig krass finde, ne? Die haben dieses Military-Expansions-Event und von dem Recruitment-Event endlich mal was angepasst, weil Bailey halt einfach auch nicht mehr so dieser Champion ist, den jeder noch braucht, ne? Und jetzt kriegt man dann quasi wahrscheinlich, so wie es aussieht, hier steht, man kann jetzt in den höheren Level-Requirements ab des nächsten Recruitment-Event Leo-Copies bekommen. Das heißt, ich denke, die haben Bailey rausgenommen und Leo rein, was einfach geiles, doppelter Daumen nach oben für diese Änderung, ohne Mist, Mann. Finde ich absolut mega. So, des Weiteren, was kommt morgen noch im Patch, Leute? Morgen kommt auch noch ein Recruitment-Event wieder mit Leo. Leute, absolute Empfehlung. Geht morgen auf Leo, volle Kanne. Leo ist absolut insane. Absolutes Beast. In Twilight, im PvP auch immer noch super, super wichtig. Story überall. Leo ist einfach sau nice, Leute. Nehmt Leo mit, Mann. Nehmt Leo mit. Kann ich euch nur empfehlen. So, dann haben wir hier Added an Equipment Heroes Recommended Strategy System. Weiß ich nicht genau, was sie damit meinen. Ich hoffe, dass es da, ist, dass man quasi mehrere Helden, also für Helden mehrere Gearsets speichern kann. Dass man zum Beispiel sagen kann, ey, Gearset Nummer 1 hat der das und das an, Gearset Nummer 2 trägt er dann das, dass man sich zum Beispiel im PvP, im PvE Gearset machen kann. Das hoffe ich, dass es das ist, wäre sehr geil. Dann hier auch eine richtig gute Änderung, Nafeng ist jetzt auch in den gelben Tickets drin und auch im gelben Ticketshop, was natürlich sehr viel Sinn macht, weil sonst kann man ja Nafeng momentan gar nicht mehr bekommen eigentlich, weil er war ja nur im Aufstieg der Helden-Event bis jetzt. Dann hier auch nochmal eine richtig geile Änderung, die haben nochmal das Ausdauersystem verändert, also für diese neuen drei Dungeons-Dingern da, Ketosian Triangle, zeige ich euch eben kurz die Dinger hier, das sind die hier. Hier haben die das Ausdauersystem nochmal verändert. Die haben quasi hier oben diese 2-2, das geht jetzt einfach, dass es nur ein Ticket gibt und das geht immer 4. Das heißt, man kriegt auch 4 am Tag wieder. Das heißt, man hat mehr Challenges und man kann Challenges jetzt hier, wenn man ja challenged, dann kann man ja auch die Challenges noch kaufen mit Diamonds. Da wurden die Preise auch jetzt verringert quasi für das, wie teuer das ist. Und man kann mehr sogar kaufen, mehr Tries, Versuche. Was geil ist, Leute, weil so man hat bis jetzt noch überhaupt nicht viel Gear bekommen und man konnte auch nicht so oft viel farmen, sag ich mal in dem Sinne. Jetzt kann man das auf jeden Fall auch mehr farmen, also mega geile Neuerungen. Dann hier Optimized Twilight Lands. Removed, irgendwelche Schneezähnen wurden da weggemacht. Skip Level Locks wurden hinzugefügt, also man weiß nicht genau, was das bedeutet. Und Bond Interface wurde ein bisschen verbessert. Werden wir sehen, quasi morgen, was das genau ist. Schwierig jetzt was drauf vorzustellen, aber hört sich erstmal im ersten Sinne gut an. Optimized ist immer gut, ne? Dann die Logik von den roten Punkten da. Bei Equipment verändert, verbessert. Das ist auch ganz gut. Manchmal ein bisschen nervig, ne? So, Optimized Idle Rewards Interface. Adjusted the Spacing of Icons on the Interface. Also haben die einfach in dem Ding hier, glaube ich. Warte. Das ist, glaube ich, einfach, dass die hier das verändert haben. Oder hier drin. Irgendwie die Icons ein bisschen verändert haben. Also das. Dass man das besser sieht, auch was man vielleicht bekommt oder so. Das ist natürlich nice. Manchmal sieht man gar nicht, was man bekommen hat. Wo war es jetzt da? So. Airwave Power. Also dieser Puste-Skill von dem neuen Boss im
Crimson Abyss in diesem purpurroten Dingens Dungeon da. Wurde irgendwie ein bisschen was verändert, weiß ich nicht, steht nicht genau was genau. So Power Level kann gut oder schlecht sein, also entweder ist er dadurch ein bisschen stärker oder schlechter, wird man ja dann sehen. Steht nicht genau. Line-up, edit a line-up preset function to facilitate your battles. Also gibt es wohl anscheinend, dass man jetzt sich Line-up safen kann und dann einfach sagen kann, ey, hier im Kampf, geh hier drauf, Leute, hier ist irgendwo dann ein Line-up-Safe-Ding. Ich möchte Line-up 1, das heißt bei mir vielleicht Story-Stage. Line-up 2 heißt PvP-Team. Line-up 3 heißt Twilight Energy Bond, dass man das einfach instant auswählen kann, ohne immer jeden einzelnen Helden wechseln zu müssen. ETC, das ist eine absolut geile Neuerung. Mega, mega, wenn es das ist, wie ich denke. So, dann wurde noch an den Hero Skills und an den Exclusives die Beschreibungen verändert. Auch nice, manchmal sind die super irreführend. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser ist. Jetzt dann wurde auch diese Combat-Warnung weggemacht, wenn man irgendwie stärkere Bosse angreift. Hier zum Beispiel dieses hier, dass immer wieder diese Warnung kommt. Mein Gott, ich spiele das Spiel jetzt schon lange genug. Gibt mir nicht immer diese Warnung so. Saugeil, mega nervig gewesen, immer die Warnung finde ich. Gut, dass die weg ist. Dann wurde im Interface hier, glaube ich, bei den Helden, wird hier noch was mit den Attack Speed verändert, wenn man hier guckt. Ich hoffe, dass dann irgendwie steht, wie viel das bringt oder sonst irgendwas, wie viel das Attack Speed genau an mehr Attacks bringt oder so. Das würde ich natürlich fühlen, wenn das so wäre. Wo war es da? So. Dann Stretch the Filter Box of Hero Classes on the Lineup Interface. Da kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie hiermit zusammenhängt, dass man da irgendwie mehr Übersicht halt auch hat. Manchmal findet man die Helden nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, boah, man die Übersicht da besser hinkriegt. Die Größe der Avatare und Avatar-Frames in der Ranking-List-Interfaces wurden verringert. Gucken, wie sich das auswirkt. Optimized Tab-Prompts and the Auto-Combat in Elite-Campaign. Jetzt weiß ich nicht genau, was sie damit meinen. Irgendwas hier mit einem Auto-Battle und so, mit dem Sweepen und dass das verbessert wurde. Mal sehen, wird sich ja dann zeigen, was genau sie da verändert haben. Werden wir sehen. Dann kommen wir zu den Bugfixes. Fix an issue with when using, also wenn man jetzt, man kriegt ja manchmal so Boxen, wo Commander drin sind und wenn man die aufgemacht hat, mehrere auf einmal, zum Beispiel 10, sag ich mal, dann stand da manchmal nur, dass man 5 Commander bekommen hat. Das ist jetzt auch gefixt, anscheinend, dass man dann 10, dass da 10 steht. Man hat zwar die volle Anzahl wohl bekommen, aber es war natürlich irreführend. Dann wurde noch mit Prigor Skill Beschreibung was verändert. Dann wurde bei Commander Gabal, bei dem neuen Assassin Commander auch in der Skill-Beschreibung was verändert. Irgendein Bug, Display-Bug mit dem Weihnachtsbaum. Nach dem Weihnachtsevent wurde irgendwas verändert, keine Ahnung, auch nicht so wichtig. Irgendein Display-Issue mit Rickard im neuen Dungeon wurde auch verändert. Und das war alles, Leute. Mega, mega, mega Hype-Bock-Angriff, Leute, auf Leo morgen. Dick, 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 geht rein morgen. Puff. Haut Leo raus, Digga, haut einen Daumen nach oben raus, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Abo da, verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. Und in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video. Peace, euer Resign 1.